So, heute zu Gast ist Sensationsgewinner aus Wer wird Millionär? Mütze. Und Mütze, jetzt kommt die absolute Masterfrage. Welche Sendung wird jetzt um 21:45 hier bei ProSieben ausgestrahlt? Ist es A, TV Normal, B, TV Oral, C, TV Anal oder D, TV Total? Das ist D, TV Total. Ja! Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan heute ist immer noch so gut gelaunt, weil Sie beim letzten Mal mitbekommen haben, der Raab ist clean. Und mit Recht feiern Sie mich hier richtig ab. Ja, denn Sie wissen... Ja. Ja. Denn Sie wissen... Ich brauche jetzt gute Freunde. Denn Sie wissen, wenn man clean ist im Showgeschäft, ist man so gut wie erledigt. Achso, ich wollte Ihnen erzählen, ich war gestern Abend, falls ich Sie heute nicht so richtig verstehe, ja, ich habe so ein bisschen auf den Ohren, ich war gestern Abend auf dem AC/DC-Konzert. Boah, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Hardrock-Fan, aber das war geil, ey, das glauben Sie nicht. Kennen Sie AC/DC? Ja, Angus Young, und ich habe, das werden Sie nächste Woche sehen, ich habe mich gestern Nachmittag mit dem Gitarristen von AC/DC, mit Angus Young, im Hotel getroffen, Sie wissen hier eher, ne? Und das war so, ich war ja noch nie vorher auf so einem Rock'n'Roll-Konzert. Die haben alle diese T-Shirts, wisst ihr, wo entweder an irgendeinem Buchstaben Blut runterläuft oder hinten drauf ist eine Axt, da ist auch noch Blut dran und so. Und vor mir haben auch zwei so Typen gesessen, ich bin beinahe verprügelt worden mit meinem Blümchen-T-Shirt. Und vor mir haben auch zwei gesessen, ja, Lederhose, lange Haare, okay, hier oben schon so eine leichte Kniescheibe zu sehen. Der eine hatte so ein angsterregendes T-Shirt an mit einer Axt drauf hinten und da war Blut vorne noch dran, ja? Das wäre alles nicht so komisch gewesen, wenn er nicht auch noch, meine Damen und Herren, da wurden nämlich ein bisschen Merchandising verkauft, wenn er nicht auch noch, ja, zu diesem angsterregenden T-Shirt, ja, und der angsterregenden Hose und der angsterregenden Frisur und der, dem angsterregenden Bart auch noch diese lustigen Hörnchen aufgehabt hätte. Ja. Bravo. Sehen Sie hier. Ich hab mir das mit dem Fernglas angeguckt. Ich war fasziniert, ja? Diese Typen mit Lederhosen, ein ganzer Rockerclub. Schöne Grüße an die Skeletons, ja? Aus Leverkusen, glaube ich, Motorradclub. Ja? Alle so Jacken an, hinten so ein Skelettkopf mit so einem Tuch und so langen Haaren und obendrauf alle so Hörnchen. Das war großartig. Ja, übrigens, nächste Woche sehen Sie das dann hier bei TV Total. Und durch Zufall auch in der nächsten Sendung bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, freuen sich da schon drauf, die Flippers. Und ich kann Ihnen sagen, ja, in der nächsten Sendung, die Flippers spielen für Sie AC/DC-Hits. Und das Beste, ja, das Beste, die Flippers wissen noch gar nichts davon. Naja, das war eigentlich was gestern. Und das werden Sie nächste Woche sehen, weil wir heute keine Zeit dafür haben, weil wir heute so viele andere fantastische Gäste haben. Unter anderem habe ich einen Raab in Gefahr für Sie gedreht. Ich war hier vor einigen Tagen in Köln bei der Schwulen- und Lesben-Fußball-WM. Einen kleinen Bericht für Sie gemacht. Ich habe nur angefeuert, ich habe nicht mitgespielt.
Und dann haben wir einen fantastischen Gast. Wer kennt ihn nicht? Wer hat nicht in der letzten Woche Wer wird Millionär gesucht? Heute bei uns nominiert für den Rat der Woche Mütze, meine Damen und Herren. Wow! Der Liebling. Ja. Mütze! Heute bei uns zu Gast. So. Heute bei uns zu Gast und wir fangen direkt an mit einem fantastischen Ausschnitt aus der letzten Woche bei Wer wird Millionär gesucht. Ich zeige Ihnen jetzt gleich einen Ausschnitt, meine Damen und Herren. Und im Hintergrund, müssen Sie aufpassen, hinter dem Kandidaten, der befragt wird, gibt ein Mensch geheime Fingerzeichen. Ich weiß nicht, ob das eine Geheimsprache ist, ob das an Günther Jauch gerichtet war. Ja? Zumindest an den Kandidaten war es nicht gerichtet, weil der Kandidat mit diesem Rücken, mit seinem Rücken zu diesem Mann saß. Passen Sie bitte auf, was diese Hände uns da sagen wollen. Oder mir gesagt, besser gesagt, dem Herrn Jauch sagen wollen. Ich bin Verlagskaufmann. Sie auf, da hinten, sehen Sie? Tätig. Pass auf, jetzt gleich. Dann hört man auf einmal, und zwar dann 45 Jahre alt aus Holz. Pass auf, jetzt, jetzt, jetzt. Sie haben Kinder. Ja. Den. Ja. Das war wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es der Aufnahme. Pullalang! Na! Natürlich! Hast vergessen! Ja, vermutlich war es. Vermutlich war es der Aufnahmeleiter, der Herrn Jauch andeuten wollte, gleich die Sendung zu Ende und dann. Ich habe keine Ahnung, ich vermute es nur. Ja? Dann habe ich einen weiteren tollen Ausschnitt für Sie, denn Sie fragen sich sicherlich, was ist aus den Big Brother Stars geworden, aus den Alten. Ja? Und viele von Ihnen sind angesehene Schauspieler geworden, wie zum Beispiel John in seiner Paraderolle als Fitnesstrainer. Schauen Sie sich mal, bei Unter uns oder wo war's? Bei Unter uns, ja. Gucken Sie mal hier bitte. Und achten Sie bitte auf die. Geil, oder? Bei der Schwulen-WM habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe was Schönes für Sie gefunden bei Sonja Zietlow. Ja, kennen Sie Sonja Zietlow täglich mittags um? Keine Ahnung. Drei? Zwei? Eins? Wer guckt's? Keine Eins, was? Ja, irgendwann halt auf Bassat 1. Und erstmal eine ganz normale Frage. Schauen Sie sich das hier an. Sie heißt Michaela und sie möchte nochmal ein Herz zurückerobern, obwohl sie bereits 11-mal sich von ihrem Freund getrennt hat. Herzlich willkommen, Michaela. So. Michaela, warum habt ihr euch denn so oft getrennt? So, das war die Frage. Michaela, warum habt ihr euch denn so oft getrennt? 11-mal getrennt, diese junge Frau, aber 11-mal auch wieder zusammengekommen. Also kein Grund zur Panik, wenn sie im Moment gerade wieder getrennt ist. Ja? Denn man kommt ja bestimmt schon irgendwie wieder zusammen. Und 11-mal getrennt und wieder zusammen, das kennt man eigentlich nur von Dieter Bohlen bisher. Aber hier, in diesem Falle, ja, auf einmal passiert das hier, nach dieser Frage. Pass auf. Michaela, warum habt ihr euch denn so oft getrennt? Ja, weil wir haben uns so oft gestritten. Mm. Ja, ich kann nicht reden. Okay. War richtig was los bei Sonja, ne? Sie wissen ja, letzte Woche haben wir hier auch wieder groß berichtet über das Thema Daum. Sie wissen, Christoph Daum ist nach Amerika, nach Miami abgehauen, im Flugzeug dort unterwegs. Herrlich. Oh. Ich habe ihn gefressen. Ja, ich kann nicht reden. Oh Mensch. Ist da alles wieder gut geworden? Ja. Wenn Sie in einer ähnlichen Situation sind und können nicht reden, dann können Sie bei uns auf die Homepage gehen, www.tvtotal.de, denn wir haben jetzt einen richtig gut funktionierenden Chat. Nicht wie bisher nur ein Gästebuch, einen Chat, da können Sie sich unterhalten, ganz schnell über ganz viele Chatrooms und so weiter und so weiter. Also total super. Und da können Sie nicht nächste Woche hierher kommen, können sagen. Meine Damen und Herren, wir
willkommen zu unserer ersten Nominierung. Ich habe was Tolles gesehen beim Herbstfest der Volksmusik. Und da ich diese Kandidaten immer schon mal in der Sendung haben wollte, sind sie heute nominiert. Ich zeige Ihnen erstmal den tollen Ausschnitt hier. Ja, meine Damen und Herren, und ich habe mir gedacht, ich hätte gerne mal die ganzen Figuren hier im Studio. Deswegen habe ich sie nominiert für den Goldenen Rat der Woche. Nominiert sind die Techno-Schlümpfe. Und hier sind sie. Herzlich willkommen. Schlümpfe. Meine Damen und Herren, jetzt fragen Sie sich, mit denen kann man irgendwie nicht so richtig kommunizieren. Wissen Sie ja, da sind ja nur so Figuren, die werden, das wird ja alles künstlich gemacht, diese Stimmen. Und deswegen habe ich mir mal, oh Moment, so. So. Also, das ist meine Stimme, meine Damen und Herren, und jetzt, Das ist die Schlumpfenstimme. Moment. So, und ihr Schlumpfe, ihr tretet ja in vielen Sendungen auf und macht den Kindern viel Spaß. Ja. Und jetzt wollte ich eigentlich nur mal Folgendes machen, denn ihr wisst, ich habe ja damals für Vater Abraham das Schlumpflied geschrieben. Und ich wollte mal noch mal fragen, was ihr davon haltet. Ich habe da ein paar Strophen gemacht, die wurden damals abgelehnt. Ich guck mal, ob die... Hallo. Ja. Funktioniert. Ob die ausgefallen. Oh. Also. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, Bettkaufer. Sehr gut. Habt ihr denn auch Haar am Sack? Nein, wir haben die Eier glatt. Ich habe noch Strophen, die wurden auch nicht genommen damals. Was ist euer größter Traum? Boxen gehen mit Christoph Daum. Auch abgelehnt worden. Und noch eine habe ich. Ja. Was wünscht ihr euch denn sonst noch Schönes? Mal in den Puff mit euch. So, haut ab. Nein, ich hab dich. Sind Sie nicht süß? Sind Sie nicht süß? Ich finde das ganz toll, dass ihr gekommen seid. Jetzt spielen wir noch mal eure Musik und dann tanzt ihr in die erste Reihe. Ja? 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 Oh, Entschuldigung. So. Meine Damen und Herren, die Schlümpfe! Ja. Polaralarm, genau! Natürlich! Ja.
Ich war ein bisschen unflätig zu euch, ihr Schlümpfe, was? Ja, ich war ein bisschen böse eben, ja, aber war nur Spaß. Onkel Stefan macht doch nur Spaß, hm? Was? Hast du mir so gezeigt hier? Ach, so hast du gemacht. Das sah für mich so aus. Hast aber noch mal Glück gehabt. Ja, meine Damen und Herren, ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp für Sie, wenn Sie noch nicht wissen, was Sie am Wochenende vorhaben. Machen Sie doch einfach das Gleiche, was Barbara Ehlichmann macht, nämlich Schamhaare mit Öl kraulen, ein Feuerzeug dranhalten und abschmoren. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wenn Ihnen das zu gefährlich ist, können Sie auch was anderes machen, nämlich Bumsen. Nee, nicht schon wieder Polar, da kann ich die ganze Sendung von. Ja. Ich kann nicht. Oh Mensch. Ein bisschen. Meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich. So. Meine Damen und Herren, er hat die Herzen einer ganzen Nation erobert. Er hat 125.000 Mark gewonnen bei Wer wird Millionär? Ich zeige Ihnen noch mal einen kurzen Ausschnitt seines Auftritts. Er hat auch zum richtigen Moment aufgehört. Schauen Sie sich das hier mit an. Welcher Fernsehserie wurde John Travolta bekannt? MASH? Welcome Back Kotter? Kung Fu? Oder Fame? Ja, ist richtig. Wie? Keine Ahnung. Hören wir auf. Das ist, hören wir auf. Das ist mir zu riskant. Zum. Ist auf mindestens plus minus null. Ein bisschen was ist sogar übrig. Die Hamburger Sparkasse jubelt. Und Glückwunsch. Er hat zum richtigen Moment aufgehört. Er hat die Schlagzeilen beherrscht und ist heute hier mit mir für den Rat der Woche. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Thomas Mütze König. Nach vorne ziehen. Oh. Ist immer zu schwer, ne? Yo. Ja, so sieht er wenigstens anständig aus. Bei Wer wird Millionär, da haben sie, ich darf du sagen. Ich hoffe doch. Ja, da haben sie dich in so ein Hemd gesteckt, in so ein Seidenhemd. Ja. Das gefällt mir viel besser. Mir auch. So welche waren noch gestern Abend beim AC/DC-Konzert. Stehst du auf AC/DC? Ja, das geht schon. Ja, so. Ja, kann man hören. Ja. Ja, das war sensationell. Wie hast du es geschafft, dass du die Menschen so erobert hast? Ich ist, hab es keine nur, Ahnung. Ist es nur das Optische? Weiß ich nicht, warum den Leuten das gefällt. Ich habe keine Ahnung, mir gefällt es nicht mal, aber. Nö. Du bist aber jetzt deine größten Schulden los, das ist ja das. Das war wichtig, ja. Ja. Und du bist eigentlich der Einzige in Deutschland, der cleaner ist als Christoph Daum. Warum heißt du Mütze? Kannst du das nochmal erklären? Ich laufe sonst öfters mit dem Lederhut noch rum. Ach so. Wenn ich mal nicht im Fernsehen oder bei der Arbeit bin. Das ist also. Das ist, bei der Arbeit ist bei dir, du bist Barkeeper auf dem Kiez. Im Lehmitz, ja. Das ist ein Laden in Hamburg. Genau. Und da gehen da ganz normale Leute hin? Oder ist auch Prostitution im Laden nicht? Nee, eigentlich nicht. Nicht. Nee. Also ganz normale Leute, alle freiwillig. Ich, könnten da auch hingehen. Ach, verstehe. Ah. Alle freiwillig. Wir haben uns gedacht, wir machen auch noch mal eine Raterunde. Das war ja ein bisschen unfair, fand ich, bei Wer wird Millionär. Du musstest ja da, bist auch zur richtigen Zeit ausgestiegen bei 125.000, weil das waren ja gar keine Fragen aus deinem Wissensbereich. Genau. Ne? Wir machen jetzt mal hier eine Sonderausgabe, meine Damen und Herren. Und zwar Wer wird Millionär, die Kiez-Ausgabe. Ja? Die St. Pauli-Ausgabe von Wer wird Millionär. Und die Regeln gehen, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, die Regeln sind folgendermaßen. Du hast auch drei Joker. Ja? Der erste Joker ist also entweder Publikum erpressen, ja, Abby Tust anrufen, ja, oder der 50-50 Joker, das bedeutet auf dem Kiez etwa 80-20, ja. Und das sind also alles Fragen aus dem Kiezbereich. Der Preis ist folgender, also wenn die erste Frage richtig beantwortet, kriegst du einen Kasten Bier. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie bei RTL, die haben ja habe ich verstanden. Ja, ja, klar. Zweiter Preis ist, ja, zweiter Preis. Haben wir hier irgendwie, was? Achso, genau, Dauerkarte beim FC St. Pauli. Ja? Bist du ein Pauli-Fan oder? Ich gucke mir das an, wenn sie gut spielen. Also nicht so gut, okay. Ja. Und wenn die dritte Frage richtig beantwortet, dann gehen wir zwei. Da ist nämlich am 15. November ist in Köln nochmal ein Zusatzkonzert von AC/DC. Und da gehen wir zusammen hin. Da ziehst du aber ein anständiges an. Ja, natürlich.
So sah das aus gestern. Ja, also pass auf, jetzt machen wir mal unsere Sonderausgabe. Ne? Ja. Willst du wieder abziehen, oder? Ja, dann kann ich besser hören. Ne? Ja, klar. So, und also jetzt unsere Sonderaufgabe. Erste Frage lautet: Wo findet man in Hamburg die meisten Nutten? Ist es A. in der Sackgasse? Ist es B. in der Herbertstraße? Ist es C. in der Herpesstraße? Oder ist es D. beim Modern Talking Konzert? Genau überlegen, lass dir Zeit. A. Sackgasse. B. Herbertstraße. C. Herpesstraße. Oder D. beim Modern Talking Konzert? Also Modern Talking kommen auch viele, glaube ich. Ja. Aber Sackgasse ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Herbertstraße wäre schon das Richtige. Herbert, für die Kiste gehen wir über die Herbertstraße. Und das ist richtig! Jawohl! Sehr gut, erste Frage richtig beantwortet. Zweite Frage, welche Sexualpraktik bekommt man im Puff nicht? Ist es A. Französisch? Ist es B. Spanisch? Ist es C. Griechisch? Oder ist es D. Russisch-Orthodox? Überlegst du genau? Ja, dann müssen wir auch länger überlegen, ja? Glaube ich. Ne? Ich meine, die Orthodoxen machen ja auch so gefährliche Schweinkram-Sachen. Ja. Ne? Aber ich glaube, das werden die wohl sein. Du meinst also D? Ja. Nee, warum ist es nicht B? Was war denn B noch? Weißt du nicht, was B war? Spanisch? Kennen Sie B, meine Damen und Herren? Ich hab's auch erst heute Mittag erfahren. Gemacht. Nee, erfahren. Ach so, erfahren. Ich dachte, gemacht. Spanisch wusste ich nicht. Griechisch war mir bekannt. Habe ich nichts mit zu tun. Sagen Sie alle. Französisch, okay. Wenn es sein muss. Du meinst also D? Ja, nehmen wir ruhig D, ja. D? Nee, nimm. Ja, D ist richtig. Okay. Ja, natürlich. Nicht. Ja. Gut, meine Damen und Herren, er ist natürlich Kiez-Experte. Insofern war es für ihn natürlich auch hier gerecht. Und ich fand, es war auch nicht zu einfach. Ja? Auch die letzte Frage richtig beantwortet. Alle Achtung. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich für Sie... Oh, ja, ich kann nicht richtig reden. Oh, Mensch. Man muss aufpassen, wenn hier die Stimmung zu gut wird, irgendwie muss ich sie hier runterziehen wieder. Jetzt morgen ist Halloween. Haben Sie schon mitbekommen? Halloween, ja? Haben die Amerikaner uns dann auch noch aufgedrückt. Bei Halloween, wissen Sie, was braucht man bei Halloween, um sich anständig zu verkleiden? Man braucht, meine Damen und Herren, einen Kürbis. Oh. Da machen Sie einfach, hier schnitzen Sie was rein, ja? Augen rein. Deckel drauf. Ja, fertig. Und wenn Sie andere Verkleidung haben wollen, was auch Dufte kommt, ist zum Beispiel hier Scream. Ja. Oder Hannibal Lecter. Ja. Oder Werwolf. Ja. Oder auch, ja, Moment, kommt da noch mehr. Oder, wenn Sie auf Mittelalter stehen, ist Hexe für Sie das Richtige? Oder, meine Damen und Herren, Sie können auch zum Beispiel, wenn Sie richtig erschrecken wollen, als Sittenstrolch gehen, dann können Sie das... Oh, nein, nicht... Ich sagte, Sittenstrolch wäre das falsche Bild, nicht das falsche Bild. Kinderquatsch mit Michael kommt doch gleich erst. Das falsche Bild. Es hätte eigentlich... hier. Das war geil! Meine Damen und Herren, wenn Sie also Halloween feiern möchten, tun Sie das. Aber ohne uns. So, was haben wir als nächstes? Wir haben unsere Titelverteidiger. Meine Damen und Herren, letzte Woche sensationell hier gewonnen mit nur einem kleinen Wort, nämlich Kuckuck.
Und deswegen heute wieder bei uns, nominiert zum zweiten Mal für den Rat der Woche, unsere Titelverteidiger Karl-Heinz Barbo und die Schwarzwald-Familie Salz. Herzlich willkommen. Sie Platz. Direkt heute die ganze Schwarzwald-Familie mit dabei. Die ganze Schwarzwald-Familie mit dabei. Sie sind also jetzt komplett Schwarzwald-Familie Salz? Ja. Was haben diese Dinger da oben drauf zu bedeuten eigentlich auf der... Also das sind 40 Bullen und das sind 14 Bullen und das sind die 14 Nothelfer. Papa Schwumpf. Ja. Papa Schwumpf, ja. Die halten sich so ein bisschen aus wie Papa Schwumpf. Für Schutz? Ja. Das war, bitte? Das ist zum Schutz der Menschen nicht gedacht gewesen. Ach, das ist zum Schutz gedacht gewesen? Ja, die 14 Nothelfer, ne? Ach, das ist so eine Art, ach so, die Bommel haben den Menschen geholfen, oder was? Mhm. Ja, jeder Bommel ein Nothelfer. Ach so. Ja, meine Damen und Herren, die Winter im Schwarzwald sind lang, da muss man sich irgendwann ausdenken, oder? Sie haben das Lied mal komplett mitgebracht für uns, was Sie letztes Mal schon angedroht, will ich nicht sagen, brauchen Sie meine Gitarre? Ja, vielleicht die größere, ja. Nehmen Sie die. Und ich möchte jetzt mal, das singen Sie jetzt für uns zusammen. Und ich spiele Kuckuck. Ich mach Kuckuck dazu, ja? Ja. Aha. Sie singen das Lied, Sie singen mehrstimmig, ich habe mehrstimmig gesungen. Bitte klatschen Sie nicht mit, ja? Hören Sie genau hin. Wir sind hier nicht im Stadel. Alle Kuckucksühle, Haare winzigst Dürle, und dahinter sitzt ein kleiner Kuckuck. Sieht man an dem Schnürle, dreht sich das Scharnierle, und es schaut heraus ein kleiner Kuckuck. Nickt mit seinem Köpfle, schickt das Federschöpfle, und er schreit er immer wieder Kuckuck. Kuckuck. Eile geht zu, bis er schrie knurre, und er schnell das Türe wieder zu. Kuckuck. Eile geht zu, bis er schrie knurre, und er schnell das Türe wieder zu. Yeah! Jetzt haben Sie aber noch, und das ist, jetzt haben Sie aber noch, ich glaube, das wird Ihr größter Hit werden. Meinen Sie wirklich? Ja, wenn hier schon das ganze Studium Kuckuck macht. Ja. Ja. Können Sie sich vorstellen, was nächste Woche beim AC/DC-Konzert los ist? Wenn ich mit der Nummer im Vorprogramm auftrete. Guck, guck. Wenn ich super alle mit diesen Hörnchen auf. Guck, guck. Das müssen wir, wenn wir das hinkriegen, dann kriegen Sie von mir. Was hinter die Ohren? Nein! Sie haben ja noch mehrere Lieder geschrieben und würde ich mir jetzt gerne wünschen. Ja. Sie haben noch eins über den größten Feind der Kuckucksuhr geschrieben. Ja, über den Holzwurm. Mhm. Und macht der Holzwurm auch ein Geräusch in dem Lied? Ja, der macht auch ein Geräusch. Das machen Sie auch das wieder. Ich will es jetzt nicht verraten, ich bin gespannt, was es nach, was es ist. Mhm. Jetzt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Ich glaube, jetzt kommt der Hammer. Ein bisschen eine blöde Tonart für eine Gitarre. Sie haben es ja selber geschrieben. Der Holzwurm in der Kuckucksuhr, der sägt in einer Tour. Er sägt bei Tag und Nacht. Hat mich schon um den Schlaf gebracht. Und geht die Türe auf vom Kuckuckshaus, streckt der Holzwurm seinen Kopf herauf. Sie sehen, meine Damen und Herren, wenn Sie, wie wir, genau aufpassen, das Fernsehprogramm genau beobachten, dann entdecken Sie auch in Volksmusiksendungen richtig, ja, geile Sachen, die nur im Suff entstanden sein können.
Meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen jetzt alle Nominierten vor. Sie können jetzt abstimmen mit Ihren Geräten für Kandidat 1, 2 oder 3. Hier nochmal alle im Schnelldurchlauf. Und zwar die Techno-Schlümpfe, die 1. Dann unser Kandidat von Wer wird Millionär, Thomas Mütze König. Und die Schwarzwald-Familie Seitz 1, 2 oder 3. Wer soll den goldenen Raben mit nach Hause nehmen? Ich weiß, heute ist es verdammt schwer. Ich wüsste es selber nicht, wem ich diesen Preis verleihen wollte. Ja, kommen Sie ruhig, trauen Sie sich ruhig. Die Schlümpfe sind ja größer als Sie. Können Sie bitte noch einmal dieses Geräusch, was der Wurm macht? Okay. Schauen Sie hier, wie sieht das aus? Die Kiez-Familie Seitz. Wer soll den Preis mit nach Hause nehmen? Da sehen Sie schon unsere, ich wüsste es heute selber nicht. Jeder hat ihn eigentlich verdient, aber nur einer kann ihn mitnehmen. Hier ist Ihre Wertung und es wird. Und Mütze! Mütze nimmt den Preis. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch Ihnen, Sie haben ihn ja schon einmal. Herzlichen Glückwunsch. Und die Schlümpfen, Glückwunsch trotzdem. Nehmen Sie alle wieder Platz. Nehmen Sie wieder Platz, meine Damen und Herren. Mütze! Nehmen Sie wieder Platz. Jetzt Raab in Gefahr bei der schwulen Fußball-WM. Schauen Sie sich das hier an. So, wir sind heute hier bei der, wie heißt es, schwulen Weltmeisterschaft im Fußball? Schwul-lesbische Fußball-WM. Ach, sind es gemischte Teams? Nein. Das sind keine gemischten Teams, aber es sind sowohl schwule als auch lesbische Teams. Ist es überhaupt nötig, eine lesbische Frauen-WM zu machen? Weil ist nicht die offizielle Fußball-WM der Frauen eigentlich schon eine lesbische WM? In der Hauptsache wird hier gesoffen und gar nicht Fußball gespielt, oder? Ja, das ist der Party-Aspekt, der steht in den Mittelpunkt. Bitte? Das sind jetzt schon die Endspiele, die hier laufen? Das ist in der Hobbyklasse bei den Männern, Los Angeles gegen London. Das heißt, das sind Hobby-Schwule, oder was? Das sind Hobby-Schwule. Ich habe ja extra meine DSF-Jacke angezogen hier. Ja? Deutsches Schwulenfernsehen. Mit dem Slogan, mittendrin statt nur dabei. Zwei, drei. Hopp. Ah, fliegt über den Ball. Zack. Ach, ich will den Ball hinlegen. Jetzt. Hier sehen wir auch schon. Position? I'm playing the middle. Playing the middle. Ja, Manndecker kann man sagen. Also viel Zerrung und sowas passiert hier ja nicht, weil die Schwulen brauchen sie ja vor dem Spiel warm laufen, entfällt ja im Prinzip. Und sonst irgendwas vorgefallen? Rosettenzerrungen oder sonstige Sachen? Nicht. Ja? Ich habe noch was für Sie. Was denn? Ich habe die Sonderausgabe zur schwulen WM mitgebracht. Und? Hier, gucken Sie mal. Das neue Fußball-Neuer Fußball. Super, oder? Ja. Geil, ne? Sie sind auch extra wegen der schwulen WM hier gekommen, ja? Wollte mal gucken, ne? Sie spielen gar nicht selber in der schwulen Mannschaft mit? Nein. Ach so, ich dachte, Sie seien selber auch hier in der schwulen Mannschaft unter. Nein, ich bin gerade neutral, ne? Also Sie sind neutral? Das ist mal ein bisschen schnuppern, ne? Schnuppern? Wie machen Sie? Ja, mal gucken hier so. Ich dachte, Sie seien jetzt hier wegen den schwulen Jungs gekommen, um auch mal ein bisschen zu gucken, mal vielleicht auch hin und wieder mal Popo anpacken und so bei denen. Nee, ich verbinde das nur mit ein bisschen Freizeit. Ah ja, okay. Kann man hören, dass die Lesben hier singen, ja? Machen wir weiter. Stefan Raab ist homosexuell. Wissen Sie, was mir auffällt beim lesbischen Fußball? Irgendwie sehen hier alle aus wie Scooter. Es gibt noch eine bedeutende Sache, zum Beispiel beim Schwulenfußball ist das so. Normalerweise sagt der Trainer ja immer, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ja? Beim Schwulenfußball sagt der Trainer allerdings, Vorspiel ist nach dem Spiel. Where are you from? Brazil. Brazil, are you Brazil football, soccer? A little bit, no, okay, let's nothing. Go there and we...
Der spielt richtig schwul, pass mal auf. Achtung! I'm completely gay. Yeah. Yes. Ich bin schwul wie die Sau. Ich muss gerade ein bisschen posieren hier für, mit dem Maskottchen der schwulen Fußball-WM. Ja, ist gut so? Danke. Oder soll ich mich noch davor stellen hier? Ja, und er dahinter ist besser. Soll ich mich bücken? Nein, ne? Ist okay, ja, geht schon. Geht schon so. Sie sind hier auch bei der schwulen WM. In welchem Team spielen Sie? Ich spiele im Stadtwald hier. Bei welchem Team denn? Bei keinem. Ach so, Sie sind gar nicht wegen der schwulen WM hier? Nee, aber Sie, oder? Ja! Ja, bei der schwulen WM, es war eine fantastische Stimmung. Ich kann Ihnen sagen, da ist mehr los als bei der normalen WM. Und ich war ja schon mal dabei 1994. Ja, meine Damen und Herren, nächste Woche sehen Sie also wieder bei uns Mütze und Sie sehen, die Flippers spielen AC/DC-Songs, also freuen Sie sich auf nächste Woche. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Ja.